Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Breath of the Wild. Falls euch wundert, warum ich hier plötzlich eine andere Waffe habe, ja, ich habe hier schon vorher ein bisschen hier umgeschaut. Hier, um zu gucken, ob hier noch Crocs sind. Und ja, ich fange deswegen wieder hier an, um zu sagen, damit ein Anschluss ist. Also, ja, hi. Also damit man sich nicht wundert, wieso sind wir woanders? Waren wir nicht im Part und da gewesen? Da und da gewesen? So. Das sieht irgendwie aus, als wäre das Wasserfall, das nach oben fließt. Also hier die Aufwinde da. Okay. Ja, gucken wir mal. Gucken, ob keiner guckt. Ich glaube, in der Nähe ist hier auch ein Krog. Aber pro Krog. Hier ist ein Krog da. Falls es euch interessiert. Und ich würde raten, dann rüber zu gleiten. Ich weiß noch nicht, wie es bei euren Breath of the Wild Game ist, aber hier ist es immer so, wenn ich irgendwo klettern will, es anfängt zu regnen. Also, da haben die ein bisschen zu viel des Guten gemacht, wenn ihr mich fragt. Das nervt. Ja, es war schön und gut, dass man da halt eine Gegner und... Hä? Ach so. Oh nein. Ja, toll. Und ich habe auch noch gesagt, ja, hier sind nicht so viele Monster. Beziehungsweise keine Monster, wo man keine Maske tragen muss. Beziehungsweise, wo sich das denn lohnt. Bei Octorok zum Beispiel lohnt sich das ja nicht. Okay, dann gehen wir weiter, froh und heiter. Und gut. Ich wüsste jetzt aber, okay, ich kann dann auch zeigen, wo es noch ein Krog ist. Den ich halt auf eine unkonventionelle Art und Weise immer holen tue. So. Und dann würde ich mal sehen, welchen Schrein ich als nächstes. Ist da noch ein Felsen, den ich wegspringen kann? Tatsächlich. Jo, machen wir mal. Aber okay. Gehen wir einfach hier drüber. Na toll. Das lohnt sich ja aber auch. Hier sind übrigens zwei Multi-Erze. Und bei einem, den ich gemacht habe, da kam nichts. Das war wirklich wie ein Knaller ohne Knalleffekt. Dabei habe ich mich gefragt, juhu, Multi-Erz. Und dann stelle ich fest, da ist ja gar nichts drin. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Sonst wird das ein Schlag ins Wasser. Wie weit ist dieser verdammte Aufwind entfernt? Also ich habe mich immer gefragt, wer zur Hölle hier der Architekt war, der diese ganzen Brücken gebaut hat. Ja, ich hätte eigentlich schon drauf kommen können, weil das waren wahrscheinlich Bocklins. Super. Oh. Es wird nachts. Ich glaube, ich sollte, wenn ich oben bin, oder jetzt schon, eine Maske aufsetzen. Moment.
So, hab kurz mal Tether Game benutzt, weil meine Augen brennen. Kein Wunder, ich habe nämlich vorhin wieder was gegessen mit Pfeffer und da hatte ich halt Pfeffer an der Hand gehabt. Tja, und als mein Auge gejuckt habe ich immer ein bisschen seine Augen da gewuschelt und das Zeug in die Augen gekriegt. Ja, ich mag ja gerne, wenn die Sachen ein bisschen gepfeffert sind. Fördert auch den Stoffwechsel. Scharfe Sachen. Gut, dass ich die Maske aufgesetzt habe. Ja, hi. Ich habe aber jetzt keine Zeit und Lust auf euch, okay? Also warum hier da hier eine Planke ist, verstehe ich jetzt nicht. Und du sei froh, dass ich jetzt keine Zeit habe, sonst würde ich dich, sag ich, in die Pfanne hauen. Aufnahme läuft. Auto City läuft auch und man nimmt auch nicht auf. Jetzt darf ich die ganze Schuss nochmal nachquatschen. Also das mag ich nicht so gerne, dass wir da praktisch drauf sprechen zu sagen. Ja, hier. Frag mich, wo soll diese ganzen gut sein sollen, diese ganzen. Naja, es ist ein Steinbruch. Also ich meine, die ganzen Felsen und so, ob die irgendwie eine Bewacknis haben, aber es ist auch eigentlich eine Steinbruch. Da ist ja wohl klar, dass auch hier Felsen sind, also Steine und so ein Gedöns. Also warum ich das nicht so mag, ist, naja, irgendwie verhaspel ich mich ständig da so und da bin ich, ach nee, mach nochmal, mach es besser und so ein Gedöns und bla bla bla, jada jada. Ich versuche einigermaßen die Sache gut zu machen. Ja. Und dann ist es auch so eine Timing-Sache, die manchmal nicht hinhaut. Soll ich das riskieren? Na gut, aber dann bräuchte ich am besten eine unbenutzte Waffe. Weil hier bin ich öfters tot gegangen. Was macht der Typ? Kommt ihr mal her, Leute? Seid nicht so schüchtern in den Felsen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie sonst anschließend dann auf mich stürzen, wenn sie checken, dass ich gerade ihre Kollegen umbringe. Ernsthaft? Natürlich sind die zu Recht angepisst. Huch! Oh fuck. Darf ich mal aufmachen? Danke, dass ihr wartet, Leute. Oh, toll. Okay, der ist gut. Natürlich wollen die mich jetzt alle töten. Warum der Scheiß immer in dem uns zerbrechen muss, ist... Oh. Oh, der könnte mich noch treffen. Soll ich jetzt sagen, ihr trifft mich nicht, ihr trifft mich nicht? Ich muss aufpassen, weil dieser Steinschmeißer könnte mich treffen.
Ich zeig mal, wie man das macht, gut. Der fällt einfach runter. Okay. So, sacken wir uns mal die Holzpfeile ein. Twilight Princess war es auch möglich, da nicht Feuer, ich meine Holzpfeile wieder einzusammeln. Aber war aber nicht die Norm. Link, könntest du bitte aufhören, da irgendwie. Oh toll, ich liebe es. Ich kann mir nicht helfen. Okay. Also ich kann mir echt nicht helfen, aber in anderen Games kam mir echt vor, dass da die. Ja, halt's Maul. Ich kann da mir eben nicht helfen, weil ich werde das Gefühl nicht los, dass in anderen Games tatsächlich das so war, dass die, sag ich mal, wenn vor, also zwischen mir und der Kamera ein Busch war, dass der Busch dann unsichtbar wurde, also durchsichtig. Aber das ist eben hier nicht mehr so der Fall. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber. Warte mal. Nur mal den Waldbogen, war das immer sehr gut. Und schmeißen wir mal kurz weg. Gucken mal, ob wir den fotografiert haben. Ja, haben wir. Und den schmeißen wir weg, weil den haben wir benutzt. Das könnte sein, dass halt demnächst kaputt geht. Und das wäre dann nicht so fein, obwohl. Boah, das war nicht immer das Problem. Ich kam da immer wieder raus, weil ich habe dann schnell eine andere Waffe genommen. Aber manchmal kann man echt dann in Teufelsküche kommen, wenn dann die Waffe zerbricht, wie man das ja gerade eben gesehen hat. Gut, dass ich eine Maske trage. Okay, der Dude hat eine Keule als Bogen. Aber lästig sind sie doch. Maxi-Trüffel. Oh, gefrorenes Wild. Kann ich ihn auch noch eigentlich verkaufen? Weil das kühlt etwa nur für mich 1 Minute und das war's dann auch. Also nicht empfehlenswert. Ah ja, warte mal, war das hier gewesen? Da springen wir erstmal. So.
Okay, hier ist es. Pass mal auf, Leute. Seht ihr, die sollen wir jetzt alle treffen. Die Ballons. Und ihr seht da auch so einen gut versteckt, nicht wahr? Tja, da habe ich jetzt eine unkonventionelle Methode. Ich jag jetzt den ganzen Wald in die Luft, sodass wir freie Fläche haben. Kriegt den noch nicht weg. Und wenn wir freie Fläche haben, dann können wir natürlich den Baum, Quatsch, nicht den Baum, natürlich, sag mal, die Ballons treffen. Obwohl, da habe ich auch eine Methode. Ich springe ja auch mit ein paar, also ich springe die Ballons dann auch mit einer Bombe weg. So vergeude ich nämlich keine Pfeile. Und ich habe dann jede Menge Feuerholz. Ich glaube, man kann auch erschlagen werden, oder? So. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich jetzt keinen Bockling da irgendwie erwische. Weil die werden es wohl nicht so geil finden, wenn ich die versuche in die Luft zu sprengen. Ja, ich mache das ab und zu zwar. Aber nicht immer, Leute. Ich sollte aufhören zu schmeißen, sondern einfach abzulegen. Ich müsste mal gucken, wie ich es mit der Sch ich jetzt so schnell ablaufen lasse. Toll, jetzt rollt er mir zwischen den Füßen und explodiert. Ich war gerade irritiert, weil wer spricht da? Ja, es war Daruk, der gesagt hat, Jo, oder du kannst wieder dein Schild benutzen, den ich dir vererbt habe. Okay, sie jagen das Wildschwein, nicht mich. Ich glaube, mit Bombenfalle könnte es vielleicht schneller gehen, weil ich dann einfach ganz bequem vom Stand aus schießen könnte, aber diese Feuerbomben sind zu kostbar. Außerdem, wenn es regnet, bringt das mir gar nichts. Diese Waffe eingesammelt. So.
Ah, mir ist schon schade, dass die Rheinsteinbombe nicht so groß ist. Aber wäre sie so groß, dann würde ich mich dann selbst in die Luft sprengen. Also es ist ganz gut, dass sie nicht so groß ist. Ja, sollte man auch erwischen. Ja, Heizbündel haben wir. 64, okay. Damit könnte der Dunst da die Tabarusa auf 10 mal aufbauen. So, jetzt gucken wir, ob wir jetzt an der richtigen Stelle das, sag ich, geholzt haben. Fast muss ich das rausschneiden. So, den einen hätten wir erwischt. Und dieses UFO-Gedöns könnte zum Arschloch werden. Okay. Und der spielt jetzt UFO. Son of the bitch. Na bitte. Hui, du hast mich entdeckt, nachdem du den ganzen Hain explodieren hast lassen. Aber ja, sind grausam. Und Tschüssi. Aber mach das nicht doch einmal. Ja, Bäume. Ja, sorry. Wenn du so eine bekloppte Rätsel hast, ist das doch nicht meine Schuld. Naja, ich könnte ja eigentlich auf natürliche, also auf normale Weise. Wie blöd muss man sein? Was war das denn für, was war das für ein Vollidiot? Also, ich wollte hier nach Fallen gucken, die ich verschossen habe. Also, wenn man auf die Schnelle ein Transportmittel haben will, kann man eigentlich das Pferd nehmen. Obwohl. Ich habe doch Epanator SEO. Wo benutze ich das nicht? Also, wenn man wirklich auf die Schnelle ein Pferd besorgen will, dann kann man einfach die vom Bocklings holen. Die sind eigentlich mehr oder weniger schon gezähmt. Das Problem ist nur. Oh. Ich glaube, Epanator SEO ist untergegangen. Das Problem ist halt,
Das sind dann halb lahme Gäule praktisch. Und ich sollte mal wieder näher ans Mikro kommen. Okay, wir hätten... Ja. Ach du. Tschüss. Ist er wieder hinter uns oder hat er aufgegeben? Aufgekommen, der war nicht in Frage. Nicht, weil sie so hartnäckig sind, sondern weil sie dumm sind. Warten wir mal hier. Okay. Ich kann ja mal gucken. Oh, hier war ich gar nicht mal. Okay. Gibt's hier noch in der Nähe Schrein? Warte mal. Nicht so. Wo ist jetzt? Ranel da. Also die Ranelstraße. Okay, da muss ich jetzt hin. Weil ich weiß nämlich, da ist ein Schrein, den ich immer ignoriert habe. Der kommt jetzt wohl nicht. Okay. Was war das noch für eine Aufgabe da drin? Gute Frage. Wenn wir sehen, wenn wir da sind, dann würde ich wieder sagen, ach, das Rätsel, ach, der Schrein. Wie versieht man da nicht? Ich hoffe, ich kann so außen rum, ohne dass ich wieder weggeschickt werde. Ich muss nämlich da so vorbei. Sieht das aus wie eine Teekanne da so? Oder so wie... Kennt ihr so diese alten Pumprummen da? Ich dachte, ein Krog, aber hey. Rubin ist ein Rubin. Also da richtig, wo man die richtig so puppen muss, so ran erinnert mich hier der Schwanz von Varuta. Muss auf die andere Seite kommen. Okay, hoffentlich kann ich hier so vorbei. Na, werden wir gleich sehen. So. Und darüber. Ja, und gleich da über den Berg. Dann sind wir bei der Ranelstraße da. Obwohl von der Straße nicht viel übrig geblieben ist. Ach ja, da haben wir auch wieder so einen Hinox gemobbt, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Aber der könnte doch nicht da sein, weil es gab ja keinen Blutmond, oder doch? Frag mich nicht, wann Blutmond war, Leute. Ich weiß das in dem Moment, wenn der Himmel rot wird und ein Blutmond erscheint, dann weiß ich Blutmondstunde. Okay, es war Blutmond. Doch, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Da bin ich doch schnell abgehauen, weil ich befürchtet habe, dass wenn wir nicht verschwinden, dass der Lorne dann wieder da auftaucht. Das sieht verdächtig aus.
Hä? Ach. Ernsthaft? Wo kommst du denn her? War ja klar, dass das irgendwie so eine Flederbeiße sein konnte. Ein Oshawott hätte mich ja so viel vollgerotzt. Und andere Gegner, wie die Boglins, erkennen mich nicht, dank der Maske. Und ein Pyromagi ist ja auch hier nicht in der Nähe. Ist aber wirklich bezeichnend, dass sie uns sofort erkennen, weil alle semi-intelligenten Viecher erkennen uns. So. So, wenn da oben ein Felsen ist. Okay, da muss ich mal sehen, wie ich den da runterkriege. Und aufpassen, dass er nicht verschwindet. Wie ich jetzt darauf komme mit den gucken, naja. Ich kann es eigentlich ja schon verraten. Es gibt nämlich tatsächlich so ein Krog-Rätsel, wo man einen Felsen durch zwei Bäume schießen muss, also wie ein Fußball in ein Tor rein. Darum gucke ich, ob hier irgendwo ein Felsen ist. Das sieht so rötlich aus. Komisch. Aber ich glaube, so weit oben sind. Wäre wo keiner, bitte, wie wird er gar nichts bringen? Ist da nicht in der Nähe einer? Ich habe hier keinen Felsen gesehen. Da sind nur die Pilze und die kann ich ja wohl schlechter reinkicken. Ja, Stasis-Modul eignet sich sehr gut, um festzustellen, welche Sachen locker sind und welche nicht. Was soll ich den Linux da reintreten? Okay, gucken wir mal. Lass los, Link. Du brauchst nicht klettern. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Das sieht doch wirklich so fertig nicht so an dieser Torrätsel. Ich sag einfach wirklich mal Tor dazu. Oder bin ich vielleicht das Böhmer? Wie soll ich das denn machen da? Wenn ich mit dem Felsen da. Also mit dem Felsen da so runter, dann mache ich doch höchstens mein Schild kaputt. Versuchen wir es mal anders. Ich meine, ich bin dumm. Ich habe doch eine Maske dafür.
Ich meine, die reagiert doch, wenn hier doch ein Krog wäre, oder? Und da sie nicht reagiert, war das Zeitverschwendung. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ignorieren wir die Tatsache, dass wir jetzt hier unnötig Zeit verschwendet haben. Aber ein gutes hat es ja. Ihr wisst dann Bescheid. Okay, das ist kein Krog-Rätsel. Aber dass ich auch immer wieder vergesse, dass ich auch manche Sachen im Inventar habe, wie diese Krog-Maske. Ich meine, da hätte ich mir jeden engen Ärger sparen können. Also unnötige Zeitverschwendung und so. Liegt daran, dass die Maske eigentlich bei mir unter Ferne liefen ist. Weil ich mit ihr nicht so rumlaufen kann. Die Monster werden mich sonst immer ständig angreifen. Das ist dann auf Dauer ziemlich ätzend. Okay, in den anderen Games war es auch immer der Fall, dass die dann immer auf mich losgegangen sind, die Gegner. Aber wenn das Spiel die Möglichkeit gibt, dass man Ruhe vor Monster hat, dann nutzt man die doch auch, oder? Oh, nice. Also dieses Oh, nice habe ich hier wirklich wohl von Krog übernommen. Was ja nichts Schlechtes ist. Ist das hier auch zu sagen? Ja, das... Nee, das ist eigentlich gar keine Straße. Naja, wir werden ja gleich sehen, wenn da wieder... Wenn die Giga wieder hier auftauchen und wir Bananen liefern wollen. Voll Banane. Also Bananen schmecken echt schon lecker, muss ich sagen. Moment. Mein Monitor will wissen, ob es jetzt ausgehen soll oder nicht. Und ich sage, nein, du bleibst schön an. Ah, da ist der Wasserfall. Da mal hin. Hallo, Leute. Was war das, Link? Na gut. Wenn ihr mir nicht nerven müsst. Ich wollte einfach in Ruhe lassen, aber nö. Ihr meint, ihr müsst mir wieder nerven. Ach, warum auch immer. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mir auf den Sack zu gehen? Daunae Schrein. Ah, da gibt's ja auch einen Schrein, der... Der ist ganz gut, da ist... Also, da müssen wir im Dunkeln agieren. Müssen wir mal sehen, wann wir da hingehen. Weil ich wollte eigentlich jetzt systematisch rangehen an den ganzen Sachen.
Was haben wir hier wieder Feines? Ach, das Rätsel. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Daunai. Im Namen der Gönhelia sollst du geprüft werden. Drei Kisten. Okay, dann werden wir uns doch mal in die Wasserschale werfen. Das Spiel habe ich eigentlich auch geholt. Ach, bist du noch gar nicht gespielt. Ich habe es mir eigentlich geholt, weil dein Artbook drin ist. Links klingt aber hier schneller. Ah, da hinten ist er. So. Gut. Da ist die zweite Kiste. Link soll das nicht tun. Immer treten. Oh, das ist die zweite. Weil er tritt nämlich auch gegen Kisten, wenn er keine Schuhe anhat. Dementsprechend hüpft er dann anschließend schmerzverzerrt herum. Nein, das war ich jetzt nicht. Ich würde jetzt hoffen, gucken. War ich irgendwas, habe ich wieder. Ja. Das ist zwar schwächer, aber das habe ich schon benutzt, das andere, also das hier. Nett. Sobald ich wieder runtergehe, wird das wieder verschließen. Sagte ich doch. Es heißt ja nicht umsonst drei Kisten. Aber Link ist so schwer wie eine Kiste? Kaum zu glauben. Ich meine, es sind Metallkisten, Leute. Also als wenn man eigentlich auch bedenkt, schwere Ausrüstung für die Linken, ja, nichts ist und noch Muskeln. Muskeln sind schwerer als Fett. Jetzt hat sie wegen volumenmäßig. Bei 1 Gramm Fett ist nämlich Fett nämlich größer aus als 1 Gramm Muskel. Ja. Also es ist immer so eine Volumensache. Aber eigentlich ist es nicht eine Tatsache, dass Muskeln mehr wiegen als Fett. Okay. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht der Zeichen der Bewährung. Was soll dieses Echo-Gedöns? Keine Ahnung. Es hat nur ein großer Raum. Nur der Name war es nicht so der Fall. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Nimm die Göttin Hylia dir beistehen. Und irgendwie kann ich einen Scheiß hinter mir lassen. Jupp,
Der Dude ist ein bisschen genervt von der ganzen Chose. Ach ja, Amiibo-Figuren könnte ich auch mal verwenden. Okay. War hier noch irgendwo? Ach ja. Hier ist ein Schrein. Kann ich auch da mal gleich machen. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo, bla bla bla. Also das übliche Gebettelte von mir. Wir sehen uns im nächsten Part. See you later.